Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch eine neue Version vom K-Duplication Glitch zeigen. Ja, diese Version, die ist solo, allerdings benötigt ihr persönliche Kennzeichen. Ansonsten werden es alles schmutzige Kopien. Und ja, ebenso benötigt ihr noch eine volle Basis. In der Basis das Auto, was ihr duplizieren wollt, einfach ein Winnie Easy Classic, komplett aufgetunt. Ebenso benötigt ihr noch eine Firmengarage. Wenn ihr soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Steigt einfach in das Auto ein, was ihr euch duplizieren wollt. Drücken wir dann einmal Steuerkreuz nach links, um in die Avenger zu fahren. Dort in der Avenger angekommen, einfach irgendwas Günstiges am Fahrzeug ändern. Und anschließend die Avenger wieder verlassen. Sobald wir dann in der Basis angekommen sind, einfach wieder einsteigen und einmal aus der Basis rausfahren. Draußen angekommen, lagern wir einmal unser persönliches Fahrzeug ein, rufen den Mechaniker an und fordern uns einfach irgendein Auto aus irgendeiner Garage. Welches Auto ist völlig egal, das Auto geht auch nicht verloren. Wurde das Auto dann geliefert, fahren wir dann in die Basis rein. Dort tauschen wir einfach mit einem Auto aus unserer Basis aus und begeben uns wieder zu dem Auto, was wir duplizieren wollen. Wir steigen wieder ein, drücken Steuerkreuz nach links, um wieder in die Avenger zu fahren. Dann werdet ihr merken, dass ihr ohne Auto in der Avenger spawnen werdet. Ist auf jeden Fall perfekt. Wir begeben uns vorne zum Cockpit. Wir drücken einmal X, werden kurz einen Blackscreen bekommen, gehen ein paar Meter vom Cockpit weg. Nun warten wir, bis wir aus der Avenger rausgeworfen werden. Wir landen jetzt wieder in der Basis und eine kurze Zeit später landen wir dann draußen. So, sind wir jetzt draußen angekommen, macht jetzt entweder den Job-Teleport-Glitch oder ihr schnappt euch ein NPC-Auto oder irgendein CEO-Buzzard. Nur ihr dürft kein persönliches Fahrzeug benutzen. Wir begeben uns dann jetzt einmal zu unserer Firmengarage. Dort bei der Firmengarage angekommen, fordern wir uns einmal ein Auto aus der Firmengarage an. Wir steigen einmal in das Auto ein und fahren mit dem Auto in die Firmengarage rein, wo wir es gerade hier angefordert haben. Sobald wir in der Firmengarage angekommen sind, warten wir einmal ein paar Sekunden, dann werden wir in die Basis geladen. Wir begeben uns jetzt wieder zu dem Auto, was wir jetzt verkaufen wollen. Und zwar steigt ihr einfach in das Auto ein. Ihr drückt dann Steuerkreuz nach rechts. Einmal das Fahrzeug verkaufen. Ihr seht, ich bekomme jetzt 1,54 Millionen dafür. Ich verkaufe das Auto jetzt. Sobald wir jetzt wieder gespawnt sind, warten wir einfach so 3 bis 5 Sekunden. Wir drehen uns wieder um und dann werdet ihr sehen, dass der Easy erneut dort steht. Wenn wir uns jetzt nochmal verkaufen würden, würden wir 1 Million Dollar bekommen. Und das könnt ihr jetzt eigentlich die ganze Zeit so durchgehend machen. Achtet auf jeden Fall auf das tägliche Verkaufslimit. Und ja, macht euch auf jeden Fall noch ein iPhone-Kennzeichen drauf. Und ansonsten war es das auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.